sich selbst erschießen. Ich weiß nicht. Es war nicht leicht, den Abzug zu betätigen. Aber ich tat es. Aber wieder einmal war ich nicht tot. Nur ein Wimpernschlag und sie alle starben, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Aber für mich schien es unmöglich. Als ich schoss, bewegte ich die Waffe unbeabsichtigt so weit, dass die Kugel abbog und meine Augenbraue traf. Ich blutete und hatte große Schmerzen oberhalb meines Auges. Die Stimmen entfernten sich, aber mehr nicht. Ich wurde ohnmächtig und kam kurz darauf wieder zu Bewusstsein. Ich wachte auf, so fest an einen Stuhl gefesselt, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Der verantwortliche Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Sind die Lappo-Leute? Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Die Hiebe waren so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber, also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge... Ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten, was auch immer nötig war. Kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General: Es waren nur zwei Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann bekam ich einen Schlag, der härter war als all die vorherigen, und ich verlor wieder das Bewusstsein. Boah, ich würde gerne mal wissen, was passiert wäre, wäre ich zu meinem Vater gegangen, hätte gesagt, hier, da wollen Leute von Lappo wollten doch den da kriegen, da irgendwie so, ne? Und ich sollte der Telefonkabel durchschneiden, das habe ich immer noch nicht gemacht. Oh Mann. Und sie hat ihre Schwester mir gebracht? Aus Eifersucht? Genauso wie der Typ? Weil sie ist ja schwanger von Lappo? Also im Prinzip dasselbe Spielchen. Also Lappo hat Julia betrogen und Martha ja sozusagen ihre Ich Schwester ja wachte auch. wieder auf dem Boden auf, ohne Fesseln und innerlich völlig leer. Ich fühlte nur noch Schmerz. Das glaube ich. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorder in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Julias Tasche wurde von den Soldaten entfernt, aber sie haben sie im Keller gelassen. Okay, die Tasche haben sie mitgenommen und Julia haben sie da liegen lassen. Sie sind im Moment eigentlich ohne besser, ja, in dem Prinzip.
Ja, es wurde hier meine Mutter, also habe ich meine Mutter hier umgebracht. Jetzt haben die meinen Vater umgebracht. Jetzt will ich nochmal gucken. Verwende die Nummer. Ach, habe ich ja schon. So ist anscheinend die Telefonnummer, das hatten wir ja auch. Donatello. Hör dir das Band an. Kann ich mal telefonieren? Wäre auch nice. Oh. Ich will irgendwie mal telefonieren, aber ich mache das mal lieber, bevor ich nach oben gehe und dann passiert was anderes, was ich gar nicht wollte. So, dann hören wir erstmal ihre Stimme an. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich. Hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut. Beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte, und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los. Abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden. Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte, nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Okay, also das heißt jetzt wieder in ihr altes Zimmer, um zu schauen, warum sie dachte, dass es ihre Mutter war, die Martha getötet hat. Und ja, werden wir herausfinden. Ich habe schon wieder 1000 Fragezeichen im Kopf. Vielleicht werden wir ja durch das Spiel das jetzt wirklich rausfinden. Aber vorher will ich mal telefonieren. Wie war jetzt die Nummer nochmal? 6938. Ich bin neugierig. 6 9 3 8 Vielleicht später. Ach, du bimmelst zweimal und dann, oh, vielleicht später. Aber weiß ich, wann später? Ich kann nicht zu Fuß nach San Casciano gehen. Das ist zu weit weg. Will ich doch gar nicht. Ich möchte, dass
Feuerzeug anmachst, siehst du dunkel. Na, siehst du hier doch. So, jetzt schnell mal hoch, damit ich hier endlich auch mal. Ach, das traurige Gesicht ist noch dran, das Lachen ist runtergefallen. Da muss man hier auch ein bisschen auf Details hier achten, ne? Das ist schon. Ja. Auf jeden Fall. Die Mutter hat ja auch Medikamente genommen. Ich würde trotzdem gerne wissen, was sie für welche waren. Also die waren ja nicht erlaubt. Ach, beim Telefonat habe ich das voll ruiniert. Ich hätte mal. Oder habe ich immer die Tabletten genommen? Und nicht meine Mutter. Das würde ich. Vielleicht hat ja meine Mutter gar nicht die Tabletten genommen, sondern ich. Und ich habe mir das immer eingeredet, dass es meine Mutter war, weil ich mir auch eingeredet habe, dass meine Mutter meine Schwester umgebracht hat. So, mal schauen. Wir werden sehen. Dann werden wir noch mal ein bisschen Theater machen. Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Da ist die Nanny. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ich spüre einen stechenden Schmerz. Ah, das ist Irene. Brauchen Sie etwas? Ich kann es spüren. Es ist soweit. Muss ich anrufen mal so? Ach ne. Das Handtuch nehmen. Alles ist vorbereitet. Hilfe! Irgendwas stimmt nicht! Erich! Hilfe! Irene, geht es nicht gut? Wieso reden? Also manchmal rede ich ja nicht. Wie geht es dir, mein Schatz? Ich werde immer schwächer. Das Telefon benutzen. Doktor, beeilen Sie sich. Irene ist krank. Hä, die ist schwanger. Also, die Gebärtleihe, das hat mit krank zu tun. Oder kommt der Doktor? Er sieht ein bisschen aus wie... Naja, egal. Hallo? Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Pressen, Irene. Pressen. Hä? Das geht ja nicht. Pressen, Irene, pressen! Ach shit, ich hab schon wieder falsch gemacht. Hä?
Warum machen sie das denn erst? Hat doch ja keinen Sinn. Pressen, Irene, pressen. Das geht hier nicht. Was sind das? 5 Jahre später, 5000 neue Leben, 5000 Millionen Mal neu gepresst. Pressen, Irene, pressen. Ach so, geht das. Mal abwechseln. Ach so. Das Baby ist da. Wie geht es dir, mein Schatz? Alles wird gut. Ja, kommt da noch gleich eins. Arme Mama. Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt. Schon seit ich geboren wurde. Boah, dafür kannst du auch nicht. Martha. Malen. Den Hund streicheln. Sie malt. Dann. Mal weiter da. Was malt die denn da? Sieht aus wie ein Baby in ihrem Bauch. Hä? Mal weiter. Mal das ganze Bild. Sieht aus wie die Nabelschnur und das Baby. Martha. Bei der Geburt. Irgendwie so sieht das aus. So, jetzt ist Martha. Ach so. Was haben wir denn da alle? Mama, ich hab Hunger. Mama, ich hab Durst. Mama, ich bin müde. Mama, ich muss mal. Na, erstmal haben wir Hunger. Mama, ich hab Hunger. Doktor, beeilen Sie sich. Irene ist krank. Hä, weil ich Hunger gesagt hab? Mama, ich hab Durst. Mama, ich hab Durst. Statt doch jetzt anderes gerade. Du hast gerade etwas getrunken, Jammerlappen. Wann denn? Letztes Jahr? Mama, ich bin müde. Du kannst jetzt nicht schlafen. Na, warum denn nicht, wenn ich müde bin? Na, jetzt ist es ja ganz einfach. Mama, ich muss mal. Mama, ich muss mal. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Na, dann kann ich doch da schlafen. Was ist denn da jetzt ihr Problem? Den Ballon nehmen. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Geh doch mal weg. Wo muss ich hin? Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen! Nein, ich will... Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen! Hä? Wie denn? Willst nicht lernen? Ach, hier ist er. Och nö, nicht schon wieder. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Boah, das war nur ein Ballon. Ich will das nicht.
Dumm. Dumm. Gott. Das ist nur ein Spiel. Ist es nur ein Spiel? Ja, du spielst es ja nach. Die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen würden. Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben? Jetzt haben wir Martha und Julia und die olle Mutter. Sprechen. Weinen, den Krug nehmen, den Krug auf den Boden werfen. Und hier haben wir sprechen, leise weinen. Können wir bitte kuscheln? Ich liebe dich, Mama. Uff, ich langweile mich. Und mal leise weinen. Martha weint leise. Dann sagt bestimmt die Uschi hier was. Was ist los? Hat Julia dich zum Weinen gebracht? Dann, nein. Weine nicht, mein Schatz. Du weißt, dass Mama dich liebt. Ich bin mal gespannt, wenn Martha weint. Ach, Quatsch, wenn Julia weint. Warte mal, wir weinen mal. Einfach so. Wir weinen aber ein bisschen lauter. Ja, weil sie uns nicht beachtet, ne? Also, selbst wenn wir leise geweint hätten, die hat ja nicht hingekickt. Jetzt weinen wir laut, damit wir dann sie nerven. Und jetzt sagt sie, hör auf, deine Geschichten zu erfinden. Hör auf, diese Geschichten zu erfinden. Welche Geschichten? Also, man merkt schon, was ihr Lieblingskind war und was nicht. Oh je. Kann ich dir noch erzählen? Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Julia, spiel mit deiner Schwester. Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Ach, hups. Ich liebe dich, Mama. Uff, ich langweile mich. Können wir bitte kuscheln? Hä? Ja, ich mag dieses Spiel. Ja, ich mag dieses Spiel. Kuscheln? Mit Martha kuscheln. Wie süß. Warte mal. Krug nehmen, Krug auf den Boden schmeißen. Können wir Backe-Backe-Kuchen spielen? Können wir Backe-Backe-Kuchen spielen? Ich glaube, die Reihenfolge ist eigentlich egal. Damit wird halt nur in Aussicht gestellt, wie es damals ablief. Also, was... dass alles, was Martha gemacht hat, gut war und toll war und auch, und du Arme und hast eh gesehen, alles, was Julia gemacht hat, war egal, war gleichgültig, hat sich verhalten, bla. Nein, das würde ich nicht. Also gut, ja. Guck mal, wie sie schön spielen. Gut, es gibt noch andere Optionen. Aber ich denke, meiner Kindheit haben sie ja noch gut verstanden, auf jeden Fall. Was ich nicht verstehe, ist hier bei Martha, sieht man so einen roten Punkt. Wenn sie geschlagen wurde, aber eigentlich wurde auch Julia geschlagen. So, Julia, spiel mit deiner Schwester. Ja, machen wir doch gerade, ja, jetzt ist Zeit.
So, Julia, Quatsch, Martha. Da bin ich manchmal, was sie sagt. Ich liebe dich, Mama. Und was sagt sie? Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? So, und wenn das Martha sagen würde. Ich liebe dich, Mama. Mein Schatz, Mama hat dich so sehr lieb. Da kommen warme Worte. Das Gefühl von, ja, von Liebe und Sensibilität. Und bei Julia. So, warte mal, ich muss mal gucken. Also mit der Mutter gibt es nichts mehr. Uff, ich langweile mich, sagt Martha. Geh jetzt mit deiner Schwester spielen. Alles klar. Gut, dann bleibt ja uns nur noch die Option, den Krug auf den Boden zu schmeißen. Das werden wir erstmal mit, wenn es geht, mit Martha. Machen. Oder wir machen das hier. Den Krug über Julias. Jetzt haben wir so eine Langeweile, dass wir unsere Schwester ärgern müssen. Sie sagt nichts. Martha hat mir Wasser auf den Kopf gegossen. Hör auf zu jammern, sonst wirst du bestraft. Tja, und jetzt nehmen wir mal den Krug. Also Julia. Machen das selber. So, jetzt sagt. Sie, was machst du da? Bist du verrückt? Aha. Was machst du da? Bist du verrückt? Habt ihr dann nicht so? Ist alles Martha schuld? Ich bin wütend auf dich. Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes kleines Gör. Oh. Julia, ergreifen. Komm mit, jetzt. So, Martha weint. Aber warum hat Martha da so einen roten Fleck? Sind die mal vertauscht oder was?